beste Technik nützt nichts, wenn der Darm nicht picobello gereinigt ist. Wir wollen ja schließlich ganz kleine und zum Teil auch sehr flache Veränderungen entdecken können. Bei der Vorsorgeuntersuchung soll man als Magen-Darm-Arzt in Deutschland in mindestens 20% der Fälle kleine und flache Polypen entdecken können. Wir hier in der Praxis entdecken diese in 60% unserer Patienten. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Saarländer so viele kleine flache Polypen haben, oder vielleicht sind sie ja auch viel besser vorbereitet als die anderen Patienten in Deutschland. Und damit das so weiter bleibt, dazu gebe ich Ihnen jetzt noch ein paar Tipps. Mit der Anmeldung und Terminvereinbarung zur Darmspiegelung werden Sie auch einen Vorbereitungsbogen erhalten. Hierauf sind alle wichtigen Informationen zur Ernährungsvorbereitung, zum Trinken der Lösung, zur Einnahme von Medikamenten zusammengefasst. Aber ich möchte noch mal ganz deutlich machen, auf was zu achten ist. Mittlerweile kann ich auch schon aus eigener Erfahrung berichten und ich würde Ihnen empfehlen, die Apfellösung, wenn Sie sie angerührt haben, etwas zu kühlen. Sie lässt sich dann ein bisschen angenehmer trinken. Also wenn Sie kalt trinken können, stellen Sie sie ein bisschen in den Kühlschrank. Wir haben zwei unterschiedliche Aromen, Zitrone, Orange. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wem was am besten schmeckt. Wichtig ist, dass Sie die Lösung relativ rasch trinken. Stellen Sie sich ein verstopftes Rohr vor. Das kriegen Sie auch nicht frei, wenn Sie immer nur mal so ein Tröpfchen Wasser da drauf tropfen. Da müssen Sie auch mit Druck durchspülen. Und ein bisschen ist das auch so mit dem Darm. Also länger als eine Stunde für 1 Liter Abfülllösung dürfen Sie nicht benötigen. Wenn Sie es schaffen, die Lösung in 20 Minuten zu trinken, einer Viertelstunde oder einer halben Stunde, dann wird der Effekt noch besser sein. Wichtig ist aber dafür, dass Sie nicht so abgeknickt sitzen, wie ich das jetzt tue, und dass die Hose und der Rock auch nicht drücken. Denn wenn Sie rasch den Magen mit viel Flüssigkeit füllen, dann könnte es auch sein, dass Ihnen noch mal etwas hochstößt. Also Hose auf, Rock auf und am besten ein bisschen bewegen, während Sie die Lösung trinken oder auch danach. Dann können Sie mal ein halbes Glas Apfelsaftwasser gemischt in den Mund nehmen, ruhig auch so ein bisschen hin und her spülen für einen anderen Geschmack. Machen eine halbe, dreiviertel Stunde Pause und trinken dann 1 Liter Wasser hinterher und zwar ohne Kohlensäure, damit im Darm nicht lauter Schaumbläschen zu finden sind nachher. Auch wieder bewegen dabei. Die Zeiten, wann Sie die Lösungen trinken sollen, stehen auf den Bögen. Denn jeder Mensch hat auch einen unterschiedlichen Bedarf an Abführlösung. Beim Stuhlgang ist alles normal, von einmal alle 3 Tage zur Toilette gehen bis zu dreimal täglich. Aber natürlich benötigt jemand, der eher alle 2 bis 3 Tage zur Toilette geht, der Stuhl vielleicht hart ist, ein bisschen mehr Abführlösung. Darauf wird in den Bögen nochmal eingegangen. Wenn Sie die Lösung getrunken haben, kann es unterschiedlich lange dauern, dass Sie zur Toilette müssen. Sie sollten also sich auf jeden Fall in der Nähe einer Toilette aufhalten. Dann schauen Sie doch mal, ob Sie erkennen können, ob das Ergebnis auch gut ist. Es sollte aussehen wie ein durchsichtiges Wasser. Weil immer etwas Galle von oben mit runtergespült wird, ist es in der Regel etwas gelb gefärbt. Na klar, wir haben alle unsere Tiefspültoiletten, wo man gar nichts mehr so richtig sieht. Aber wenn Sie sich mit dem Papier abputzen und das vielleicht mal betrachten und dann auch mal aufstehen und in die Toilette schauen, bevor Sie das Papier da drauf versenken und abziehen, ob man am Rand etwas erkennen kann, dann haben Sie schon einen ganz guten Eindruck, ob es wohl geklappt hat. Auf gar keinen Fall sollten noch Krümelchen oder Stückchen oder Körnchen zu finden sein. Es sollte auch nicht trübe oder undurchsichtig sein. Falls das der Fall ist, auch nach dem Trinken des letzten Apfelliters, dann kommen Sie bitte zeitig in die Praxis. Wir können uns das auf der Toilette betrachten und dann entscheiden, ob Sie noch etwas Abfülllösung nachlegen müssen oder ob es dabei bleiben kann. Sollte der sehr seltene Fall eintreten, dass Ihnen beim Trinken der Lösung oder auch danach übel wird und Sie vielleicht sogar erbrechen müssen, dann werfen Sie die Flinte nicht gleich ins Korn, kommen Sie auch dann zeitig in die Praxis. Wir können Ihnen ein Medikament spritzen gegen Übelkeit und Brechreiz und dann können Sie bei uns in der Praxis weitertrinken und wir können Sie auch an dem Tag noch dran nehmen. Damit es überhaupt klappt mit der Abführlösung, ist es wichtig, dass der Darm etwas vorbereitet wird. Denn vor allen Dingen ballaststoffhaltige Lebensmittel werden schlechter und verzögert ausgespült. Ich würde Ihnen empfehlen, die Ernährung bereits 3 Tage vor dem Termin umzustellen auf eine flüssigbreiige Kost ohne Schalen, Kerne und Körner. Dann ist das Ergebnis am besten garantiert. Wenn Sie sehr gerne
körnerhaltige Sachen essen oder auch Müsli, dann sollten Sie diese Sachen schon 5 Tage vorher weglassen. Sie brauchen deswegen keinen Hunger zu leiden. Sie können zum Beispiel Kartoffelpüree essen, Möhrenpüree, Selleriepüree, Rührei, Joghurt, Apfelmus, Pudding, aber natürlich zum Beispiel keinen Grießpudding mit kleinen Grießkörnchen drin. Die finden wir garantiert wieder in der Untersuchung. Und auch kein Himbeerjoghurt oder Erdbeerjoghurt mit kleinen Kernen. Am Tag vor der Untersuchung wird es ein bisschen strenger. Morgens können Sie noch Kaffee, Milch, Tee, Saft trinken, Joghurt, Pudding essen, was Sie möchten. Mittags dann nur noch klare Flüssigkeiten. Da empfehle ich für den Mittag eine klare Bouillon, eine Brühe, also keine Suppe, in der Stückchen aufquellen, sondern wirklich eine klare Brühe. Die ist warm, ein bisschen salzig und macht etwas satt. Danach nur noch helle, klare Flüssigkeiten wie helle, dünne Tees und Wasser ohne Kohlensäure, so dass sie keinen Durst haben und vom Kreislauf her fit sind. Dann geht es abends los mit der Apfellösung, je nachdem, wie viele Liter Sie zur Vorbereitung mitbekommen haben. Und das Allerwichtigste ist, dass Sie den letzten Liter Apfellösung morgens 4 Stunden vor Ihrem Untersuchungstermin trinken. Ihr Dünndarm mit seinen 3,50 Meter, 4,50 Meter macht alles dick, was er angeboten bekommt. Es ist also nicht so, dass Sie oben Wasser trinken und unten kommt Wasser raus. Es wird auch wieder fest sein. Und auch wenn Sie gar nichts mehr zu sich nehmen, wird der Darm sich mit Inhalt füllen. Denn Sie selbst produzieren jeden Tag 6 bis 8 Liter Flüssigkeiten. Speichel, Magensaft, Gallesaft und all das kommt in den Darm und wird dick gemacht. Und über Nacht rutscht es dann aus dem Dünndarm nochmal auf die rechte Dickdarmseite. Und gerade da sitzen 40% der Polypen, die Dickdarmkrebs werden können. Und hier vor allen Dingen die sehr flachen Veränderungen, sodass wir gerade hier nochmal eine besonders gute Sicht benötigen. Also halten Sie sich am besten ganz genau an die Anweisungen auf diesem Bogen. Medikamente. Wenn Sie zum Beispiel zuckerkrank sind und Sie nehmen Zuckertabletten oder Sie spritzen Insulin, dann dürfen Sie das natürlich auf gar keinen Fall wie sonst gewöhnlich tun, denn Sie essen ja so gut wie nichts. Besprechen Sie sich hierzu mit Ihrem Hausarzt oder mit Ihrem Diabetesarzt. Blutverdünnende Mittel, wenn es sich um ASS oder Aspirin handelt oder auch Glutamid, bitte nicht absetzen. Das Blutungsrisiko wird hierdurch statistisch nicht erhöht. Ganz wichtig ist, dass Sie Herz-Kreislauf-Medikamente einnehmen, zum Beispiel Medikamente für den Blutdruck oder auch gegen Herzrhythmusstörungen. Jeder und jede, und das kann ich auch von mir behaupten, ist immer aufgeregt, wenn er zur Untersuchung kommt. Ein bisschen unterschwellig Respekt oder auch vielleicht ein bisschen Angst schweben immer mit. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Blutdruck gut eingestellt ist. Bei allen weiteren Fragen natürlich sind wir gerne für Sie da und wir führen ja auch noch persönliche Vorgespräche. Dann wünsche ich Ihnen mal toi, 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 dass alles gut klappt und dass wir einen wunderschönen Darm sehen werden. Denn wenn der Darm gut gereinigt ist, dann spiegelt die Schleimhaut wunderschön, so wie die Bindehaut im Auge. Also Sie müssen sich um unser Seelenheil hier bei der Untersuchung keine Sorgen machen. Der Darm ist eine ganz ästhetische Sache.